Viel Vergnügen, weiter mit Geilziff, mit Supernova, ein Event. Ach so, wir hatten uns überlegt, welches Schiffchen wir nehmen, also wir haben das mal ausprobiert mit dem Schnellspeicherstand. Man kann eine Sonde, dieses Modul, dieses Flaggschiff-Modul geben, aber es bleibt eine Sonde. Es hat keine Angriffs- und Verteidigungswerte. Ich würde das lieber einem guten Schiff geben. Sollen wir mal ein gutes Schiff bauen? In einem zentralen, in Ruhrpott, in der Werft in Ruhrpott. Wir bauen mal ein richtig cooles neues Schiff. Ein Jäger, nee, eine Fregatte. Die sind alle zu schwach. Können wir denn schon die dicken Pötte bauen? Noch nicht, ne? Kann das sein, dass wir die erforschen müssen erstmal? Haben kaum was erforscht. Einen dicken Pott. Fregattenklasse. Kreuzer. Ah, das braucht lange. Also wir können schon an drei Orten Anomalien holen. Wir können auch sagen, wir pokern einfach und sagen, die Sonde hier oben ist flink. Hier ist noch ganz viel aufzudecken. Das ist das Einzige im anderen Universum. Ob die besser oder schlecht kämpft, ist uns. Hier ist eine Sonde. Die nehmen wir. Guck mal, hier ist eine Anomalie nach der anderen. Das ist mir völlig egal, ob die irgendwann verloren geht. Die nehmen wir. Und dafür machen wir das. Einmal Anomalien suchen. Nur auf die Sonde drauf hier. Mhm. Und es fliegt. Artefakte, die sind besonders cool. Da geht's hin. Ein Event. Oh. Der Schreckensfürst-Artefakt. Unsere Kollegen Aliens sind auf eine Art Gerät gestoßen, das von den Schreckensfürsten zurückgelassen wurde. Wir sind uns nicht ganz sicher, was es ist, und wollten fragen, ob einer eurer Forscher mal bereit wäre, es sich anzuschauen. Ja, klar. Wir nehmen es. Ja, wir nehmen es, geben es ihnen nicht zurück, aktivieren es selber. 50 Monate lang haben die uns nicht so lieb, das ist sehr lange. Wir bekommen 100 Aufstiegspunkte für den Aufstiegssieg. Oder Alternative, wir machen es gemeinsam. Da haben wir eine Riesenmenge an diplomatisches Kapital. Das kann man einsetzen in Verhandlungen mit wem auch immer, als eine Art virtuelle Ressource, um bessere Deals zu bekommen. Ich glaube, die mögen uns auch so. Sollen wir die reinlegen? Würden wir die denn überhaupt reinlegen, wenn wir denen das abnehmen würden? Oder wäre das irgendwie so von wegen, wir sind halt klüger als ihr und wenn ihr was gefunden habt, wir erkunden es und geben es euch nicht zurück. Ist das ehrenvoll? Ist das irgendwie ehrenvoll? Nicht wirklich, ne? Machen wir das trotzdem? Ob 100 viel ist, also wir haben im Augenblick an diplomatischem Kapital, glaube ich, hier 110. Ich glaube, das ist diplomatisches Kapital. Werden dann 200, das habe ich noch nie eingesetzt. Wir machen auch, wir können es einsetzen für irgendeinen Deal, um mal Geld zu bekommen, aber im Augenblick sehe ich nicht, wofür wir das einsetzen sollten. Ich habe nur Schiss davor, weil alle Events im Spiel, alle Entscheidungen, die man trifft, haben Auswirkungen auf später. Es könnte sein, dass wir uns damit unbeliebter machen. Also damit ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir konstruktive diplomatische Events in der Zukunft bekommen. Und das würde uns einen kurzfristigen ich weiß nicht, wie viele Aufstiegspunkte man für einen Sieg bringt, braucht. Ich habe den Siegbildschirm noch nicht entdeckt. Egalitarismus machen wir, genau. Leute, ganz schnell. Eins oder zwei, ganz schnell. Eins oder zwei. Ganz fix Feedback. Eins oder zwei. Ich bin hin und her gerissen. Die nette Fraktion liegt vorne.
Die nette Fraktion liegt vorne. Schwierigkeiten mit der Groß- und Kleinschreibung. Wir sind mal nett. Wo steht der Siegbildschirm? Der muss doch hier irgendwo sein. Komm, wir gehen einmal alles durch und suchen den Siegbildschirm. Das ist Forschung. Da ist der Nie und Nimmer. Da sind wir dran. Oh, Kultur müssen wir noch machen. Dann gibt es nur noch die Sachen hier unten. Steuersatz, Politik. Politik, Reiter gibt es keine. Ich weiß, wo es ist. Ich wette, es ist in der Datenbank in einem anderen Reiter. Anwälten, Statistiken, Bericht, Zeitstrahl. Wo ist das denn, Leute? Das mit den 17% sei es angeblich. Das müsste ich drücken. Ja, ich drücke drauf und es passiert nichts. Ich sehe nur diese Anzeige für den Prestige-Sieg, aber es gibt ja, ich glaube, wir haben alle Siegvarianten aktiviert. Und nicht nur den Prestige-Sieg. Oder es gibt nur den Prestige-Sieg. Aber ich glaube, das sind die Top-Gegner, das ist der Prestige-Sieg. Ich weiß es gerade nicht. Rechts unten der Planet, das heißt eine Runde weiter. Nee. Ich komm gerade nicht drauf. Da waren wir gerade. Da wollten wir, das ist nicht die Sieg, da wollten wir gerade einen Bonus freischalten. Da schalten wir diesen Bonus frei und bekommen mehr Einfluss. Die Anführer, da ist das Nie und Nimmer. Das sind unsere Civ, Politik-Slots und so weiter. Ich komme leider nicht, ich krieg's nicht raus. So, inaktive Kernwelt. Das ist großes Zahnrad. Jede Menge Produktion. 63 Produktion. Sehr cool. Das ist der mächtigste Planet überhaupt. Und hier vorne, das ist mal freigeschaltet. Das gäbe mehr für Forschung. Oder wir setzen hier daneben noch ein dickes Produktionsgebäude. Der Aufzug. Der erste Weltraumaufzug der Energie. 10% mehr Fertigung und für jedes drumherum 3% mehr. 3%? Nee, 3 Level mehr. Der Aufzug wäre gebaut in 5 Runden. Angrenzungsboni hier 3 Level mehr, da und hier. Das können wir machen. Alle Tiere wären so ein stinknormalen Fertigungsdistrikt und der ist schon cool. Was bringt der Aufzug denn selber? Basiseffekt Bonus pro Level auf die Fertigung? Also den könnten wir machen. Bin ich sehr für. Lass uns das machen. Mehr Tourismus ist natürlich auch cool. Geht nur einmal pro Ziff, aber ich würde damit gerne anfangen. 92% Zustimmung, damit wären wir bei 100. Weil mehr Loyalität bei der Gouverneurin wahrscheinlich 100. Mehr Wachstum, da wir kaum Nahrung haben, bringt das wenig. Nochmal mehr Einfluss und einen Kulturpunkt, einmal pro Ziff. Dort ist in einer Runde gebaut. Das würde ich irgendwo bauen. Drumherum Angrenzungsbonusse. Produktion, Zustimmung, Forschung, Wohlstand. Würde ich eher auf Wohlstand gehen oder auf Zustimmung. Wir bauen hier vorne dieses Ding hier, den Aufzug. 25% mehr Produktion hier. 5 Durantium, die haben wir.
Ruhr-Uni. Ich finde, der sieht auch aus wie ein Prof hier. Unser Gouverneur vor Ort. Ist die Produktion bei schlanken 19,9. Einmal Forschung hier. Kolonialer Generator. Ja, Forschung müssen wir oben machen. Wir machen hier nochmal Produktion daneben, damit wir überhaupt in die Gänge kommen hier. In der aktive Kernwelt. Fast Food, Fast Money. Produktion bei 22,8. Eine Produktion hier, eine. Wenn wir das ausbauen würden, bekämen wir Xanthium als neue Ressource. Zwei Fertigungen mehr. Wow! Und wir sind nur zwei Runden gebaut. Das ist ja genial. Hätten wir viel früher machen sollen. Weiter Erkundung im anderen Sektor. Erkundung hier unten. Das ist wieder eines unserer vier Flaggschiffe. Wo sind die nächsten Anomalien? Da oben, da kann aber der hin. Boah, sind hier viele Schiffchen unterwegs und Produkte. Hier sind nur noch wenige Anomalien. Hier sind zwei Artefakte. Hier sind etliche. Hier vorne sind sowieso viele. Wenn, dann bitte in die Richtung rauf. Der fliegende Holländer. Er kann auch in die Richtung rauf. Zu ihm hin. Und der hier vorne. Das ist nicht so stark. Das ist stärker. Hier vorne hin. Pausenmenü kann ich mir, das sind viel Fantasie nicht vorstellen. Also ich kann es gerne mal ausprobieren, aber nein. Siegstatus über Escape, das gibt's doch nicht. So was habe ich ja noch nie bei einem Spiel erlebt. Tatsächlich. Unglaublich. Eroberungssieg. 62%. Wir müssen alle großen Zivilisationen zerstören oder zum Aufgeben bringen. Nur 5 Ziffs besiegen. Kultur sinkt, sind wir bei 5%. Unser kultureller Einfluss muss in 76% der Galaxie verbreitet sein. Wir müssen mit allen Frieden haben. Da müssen wir uns weit in einen anderen Sektor vorbereiten. Das geht nicht ohne Krieg. Das werden wir nicht so leicht schaffen. Dann der Allianzsieg, mit allen verbündet sein. Das wird schwierig sein. Bleibt übrig der Prestige-Sieg, das ist quasi der Punktesieg. Da stehen wir bei 29%. Da sollten wir auch viele der Herausforderungen annehmen. Aktuelle Tabelle liegen wir vorne. Das ist am realistischsten. Realistischsten. Der Spieler mit dem höchsten Anteil gewinnt das Spiel, wenn keine andere Siegerart erreicht wird. Das ist am realistischsten. Alles klar. Dann sollten wir doch die anderen Herausforderungen vielleicht auch annehmen, oder? Möglichst viele. Kann man denn nicht mehrere annehmen? Astrolab von Arnor bauen? Kann man immer nur eine starten? Die ist schon angefangen. Wir machen das ja mal. Arbeitsschiff. Noch eine Kolonie bauen. Noch eine Sternbasis in die Mitte setzen mit viel Einfluss. Das können wir machen. Ein bisschen mehr in die Mitte. Eins nach oben noch. Oder eins nach rechts noch. Und hier bauen wir den.
Wir haben wieder 4 Module, die sollten wir gleich nutzen. Inaktive Schiffswerft, Ruhrpott. Ja. Module. Module, Module, Module. Frachter ist Richtung Altaria unterwegs. Noch ein Arbeitsschiff. Ja. Noch ein Arbeitsschiff. 2 Arbeitsschiffe. Ei. Hier unten können wir einmal Illyrium gewinnen. Einmal hier hin. Und einmal in die Mitte Einfluss. Hier so rein. Und eine weitere Einflussbasis hier vorne hin. In der Mitte war noch ein Planet zu besiedeln, das ist der hier. Hatten wir da nicht ein Kolonieschiff hin unterwegs? Ich glaube, das hatten wir auch entsprechend benannt. Das ist es nicht. Damit besiedeln wir hier vorne. Einmal Uruk wird besiedelt. Eine Kolonie für Fast Food, Fast Money. Bringt potenziell sehr viel Produktion. Hatten wir nicht da Kolonie Glumia? Das ist es. Damit geht es hier hin. Alles klar. Haben wir gemacht, ja. Dann mit dem Arbeitsschiff hier. Hier in die Mitte reinquetschen. Nochmal Einfluss. Ich würde sagen, vielleicht hier. Oder hier sogar. Dann Druck nach rechts rüber. Ein Arbeitsschiff hier vorne. Wie lange der Touristenbonus noch gilt? Noch 3 Runden. Mit dem Arbeitsschiff hier. Da kommen wir nicht hin. Das da oben wollten wir hin. Ah, okay. Einmal hier hin. Noch ein Arbeitsschiff, gerade produziert. Ja, wir wollten das hier dicht machen, ne? Wir wollten mit dem Arbeitsschiff die beiden hier anschließen. Etwa so. Und das wollten wir militärisch hier sichern oder mit Einfluss. Wir schicken den ja noch rauf nach oben hin. Und ein weiterer Monat hier. GGN Live! Tauch ein in die Welt des interstellaren Wohlstandes. Hier die Top 5! Zivilisationen mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in der Galaxie. Auf dem ersten Platz die Galaktische Föderation der Bullisten. Ihr und ich. Wir sind reich. Oh Gott, jetzt wollen auch an. Jetzt kommen wahrscheinlich viele und wollen unser Hab und Gut haben. Ich glaube, wir legen das an auf dem Festgeldkonto. Nein, und weil wir so reich sind,
schenken die uns nur 70 Credits. Danke, danke für das Geschenk. Sehr freundlich. Deshalb ist man reich. Man selber nichts verschenkt und sich Geschenke geben lässt. Peinlich. Sehr peinlich hier. Claire Cowboys, über 2 Jahre schon dabei. Ganz liebe Grüße. Danke fürs 25. Jahr. So, und mit denen hier noch. Bull Street und Produktion. Bei 44,9. Cool. Sehr cool. Da können wir uns leisten, alle zu verbessern hier. Dann im Ruhrpott wieder irgendwas bauen. 38,4. Die Produktion erhöhen. Machen wir 200. 4 Distrikte. Ja. Noch mehr Produktion bitte. Alles aufdecken hier. Hier unten im Hinterland der Drängins einmal neugierig gucken gehen. Was es hier so gibt. Eines unserer vielen Arbeitsschiffe. Das hier. Ja, Antimaterie. So, und die holen wir uns. Und 2 Thulium. Die holen wir zuerst. Und einmal Antimaterie unten hin. Ein Arbeitsschiff für. Ach, hier oben. Einmal Illyrium, bitte. Einmal Illyrium und einmal Thulium. Kriegen wir beide rein? Nee, ne? Thulium, Illyrium, das bekommen wir nicht hin. Müssen uns entscheiden. Da muss noch ein Arbeitsschiff hin. Haben wir noch irgendwo eins, das nichts zu tun hat? Was macht das denn da? Warum fliegt denn das da hin? Wahrscheinlich, weil ich das versehentlich doppelt schicken wollte. Dann geht das stattdessen hier vorne hin. Also hier hin. Mit ihm geht's nach oben hin. Hier hin. Ja, ich habe 2 losgeschickt anscheinend. Aber es ist auch nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten, oder? So, und hier neue Kolonie. Meine Damen und Herren, Uruk 2 wird für Fast Food, Fast Money jede Menge Produktion einbringen. Wie heißt das? Also das eine heißt Fast Food, Fast Money. Dann könnte das heißen Mac Bull oder Mac. Ich weiß es nicht. Oder irgendetwas, ein Vornehmername wie McFress beispielsweise, ja? Also das Schnellrestaurant mit dem sympathischen Namen McFress liegt hier vorne, ja? Nahrung ist deshalb bei minus 9, weil wir eine Politik drin haben. Hatte ich eben irgendjemand anders schon erklärt. Weil wir eine Politik im Augenblick temporär drin haben, solange der Tourismusbonus da ist, der die Nahrung runterbringt hier. McFress ist da. Und liefert seine Produkte hier unten hin. Inaktive Schiffswerft bei großem Zahnrad. Module. Geothermische Risse. Die Gouverneurin von Bull Street
warnen vor einer möglichen Klimakatastrophe auf ihrem Planeten. Es gibt tiefe Risse. Immense Mengen an Wärme und Partikeln werden in die Atmosphäre freigesetzt. Ohne sofortige Maßnahme kann es zu erheblichen Schäden kommen. Wir müssen aber viel ausgeben dafür. 100 Geld haben wir. Verschmutzung runter, Loyalität steigt. Wir schicken Hilfe. Wir müssen uns die Alternativen gar nicht angucken. Ich mache es aus reiner Neugierde. Das ist sein Problem. Gegenteil, oder? Lokale Fertigung umleiten, um das Problem zu lösen. Weniger Fertigung vor Ort für 25 Runden. Wir opfern 100 Geld. Wir sollten, ich würde gerne mal ein bisschen, ein paar Produkte verkaufen. Durantium sind wir bei 19. Preis ist bei 26, der war schon mal höher. Es sackt auf 25 runter. Dann haben wir mittlerweile sehr viel Antimaterie, da gibt es immer sehr viel für. Promethion bei 9, da gibt es auch schon was für. Rest bleibt, wie es ist. Dann ein weiteres... Einmal eine Anomalie hier entdecken. Mit dem Arbeitsschiff wollten wir... Ach, hier vorne. Mit dem wollten wir, glaube ich, irgendwas... Produktionsrelikt, da ist, glaube ich, schon einer hin unterwegs, oder? Ich hoffe, dass ja... Wir können einfach hier rüber. Ja, wir wollen das hier oben ja zubauen. Hier vorne. Ein Arbeitsschiff. Ist eins gerade vernichtet worden? Hatten wir hier nicht gerade noch ein Eins? War ja nicht gerade... Nee, hier, das sind die beiden. Das ist der erste. Die können die beiden Illyrium-Vorräte anbauen. Oder direkt hier vor einen Einfluss... Eine Einfluss oder eine Ver oder ein einmal Verteidigung hinbauen. Ich bin sehr neugierig. Mit dem Teil, die dürfen nicht zu dicht nebeneinander sitzen. Jetzt einmal hier hin. Die müssen ein paar Felder Abstand haben. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Beides geht ja nicht. Wir können eine Einflussstation bauen, die wir militärisch stark machen. Das wäre, glaube ich, das Klügste. Ne? Dann würde ich sogar eher die Illyrium-Sache hier links hinsetzen. Hierhin vielleicht. Noch ein Arbeitsschiff. Komm, wir gehen hier oben hin. Wir dringen einmal vor. Hier rüber. Eine Runde weiter. Und wieder ein Arbeitsschiff. Dann können wir hier unten wieder irgendwelche Basen bauen. Wir können auch hier oben und wir fahren oben durch. Das machen wir. Wir nehmen das und es geht auch oben durch und hier rein und dann gucken, wo wir hinten landen. In der Kiewer Kernwelt, Ruhr-Uni, Forschungszentrum, Produktion nur bei 21,5. Umbauen wird mehr relativ billig und ging relativ fix. Oder wir bauen noch eins hier daneben hin. Ging innerhalb von 2 Runden, wird 6% mehr bringen. Also der Ausbau hier boostet nur die beiden hier. Und hier oben irgendwann mal Forschung. Wir gehen hier mal hin. Einflusswachstum plus 10. Einmal pro Ziff. Pro Planet mehr Geld.
Handelsnetzwerk? Brauchen wir im Augenblick nicht. Zustimmung nur bei 73%. Der Loubry, der Gouverneur, hat eine geringe Loyalität. Das könnten wir erhöhen, indem wir ihm ein Herrenhaus bauen. Ein Level für alle, egal wo es steht. Was hier hinsetzen, hätten wir beide Produktionen geboostet und könnten hier oben weitermachen auf irgendwas. Oder setzen das Herrenhaus hier hinten hin und bauen hier drumherum nachher Forschung, Wohlstand, alles Mögliche hin. Hier in das Herrenhaus. Einmal pro Planet. Loyalität plus 10. Kostet Unterhalt allerdings, ein Gold pro Runde. Soll das machen? Wie wird die Loyalität hier reingerechnet? Ach, ich weiß gar nicht, ob die Loyalität die Zustimmungsrate beeinflusst. Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn nicht, ist das egal. Dann machen wir hier ganz normal weiter mit Produktion. Ja, das stimmt. Norman hat völlig recht. Wir müssen hier oben gleich Deep Space Nine erschaffen. Oder Deep Space Bull oder irgendwas in der Art. Fast Food, Fast Money, Schiffswerft. Ja, läuft. Produktion bei 28. Zwei Bezirke hier nur. Das ist der Generator, der Produktion boostet. Noch ein Fertigungsdistrikt hierhin, bitte. Der boostet sehr viel. Der koloniale Generator boostet Produktion. Da sollte hier noch einer hin. Das gibt Minusproduktion. Kernwelthauptstadt. Wir machen erstmal das hier. Wir können auch hier das hier komplett mit zubauen, mit Produktion. Dann boosten die sich wechselseitig. Oder hier daneben dann hier gleich noch einen holen. Ein Level pro alle. Und das könnte irgendwas sehr Cooles sein hier. Das kommt als nächstes. So, im anderen Sektor unterwegs. Einmal Erkundung bitte. Kommen wir hier durch, ja. Und wir werden eventuell angegriffen, da müssen wir nachher aufpassen. Hier wollen wir die Drängen ein bisschen ausspionieren. Arbeitsschiff. Ja, und wir wollten hier. Hier wollten wir eine Einflussbasis hinbauen, ne? Eine ist hier vorne. Das ist, glaube ich, eine Einflussbasis, ne? Eine Einflussbasis. Die spioniert Einfluss gegenüber den Piraten. Ah, das ist Port Royal hier. Hatten wir eben schon mal darüber diskutiert. Die großen Basen. Die großen Piratenstädtchen im goldenen Zeitalter der Piraterie. Port Royal. Das hier ist eine Bergbaubasis. Die dehnt sich nicht so schnell aus. Würde ich sagen, die setzen wir hier so hin. Dann frisst sie sich hier rechts rein. Ist das eine Kernwelt? Das ist eine Kernwelt. Da müssen wir gegenhalten. Hierhin. Ein schicker Name, bitte. Eben hatten wir Port Royal und das ist jetzt. Wie heißen die großen Städte? Port Royal, andere Karibikstädte, Tortuga. Ein Event? Nee, eine Schiffswerft. Spock. Wir haben auch nicht, brauchen wir vor allem Module. Silicon Bull.
Und vor 5 Jahren haben wir unser Sternsystem verlassen, um die Galaxie zu erkunden. Wir sind nicht mehr von einem planetenweiten Aussterben bedroht. Wir haben Leben, unser Leben, in neue Welten gebracht. In jeder unserer Welten wird jetzt eine Feier abgehalten. Eine Zeit, in der unsere Bürger über die Fortschritte nachdenken können. Ihr auch bitte. Feiert bitte im Chat, die wir gemacht haben, um an diesen Punkt zu gelangen. Es werden Geschichten erzählt, Legenden, in denen die Träume aus Tausenden von Jahren unserer Vorfahren von unserer Generation verwirklicht werden. Und wir sind gespannt zu sehen, was der nächste Stream das nächste Jahr bringt. Ein Kulturpunkt und überall ganz viel Zustimmung. Sehr schön. Sehr schön. Ein Arbeitsschiff? Was macht das denn hier? Ah, hier oben. Da oben ging es noch hin. Das Produktionsrelikt wollten wir noch anschließen, genau. Wir haben nur 2 Bewegungspunkte. Dann versuchen wir es mal hier vielleicht. Ein Arbeitsschiff. Hier vorne. Leute. Genau hier wird jetzt eine Einflussbasis gebaut. Oder eine Verteidigungsbasis. Wenn hier jemand rüberzieht, hier wird man angegriffen. Hier braucht man nicht Einfluss, hier bauen wir eine Verteidigungsbasis. Militärsternbasis, unsere allererste. Es gibt wahrscheinlich einen Einspielfilm. Kein. Militärbasis. Die können wir nachher immer noch ausbauen, die bleibt erstmal. 13 Module. Einflusswachstum. Einmal bauen. Das reicht erstmal. Die entsteht hier. Sehr schön. Jetzt brauchen wir einen Namen. Deep Space Bull. Wobei, ne? Wenn wir hier ein Gegenstück bauen werden, wer weiß, wie das dann heißt. Schreie im Chat. Ein Flaggschiff. Hier können wir noch Sachen auflesen. Ein cooles Artefakt, bitte. Ein Handelsangebot kommt rein von unseren Xeloxi-Nachbarn, den Piraten. Sie wollen uns, oh, coole Militärsachen. Und offene Grenzen. Dann können wir bei ihnen reinfliegen, ohne sie zu verärgern. Im Gegenzug hätten sie. Wir können. Also die offenen Grenzen fände ich cool. Dann könnten wir nämlich bei ihnen rumfliegen, ohne sie zu verärgern. Da habe ich nichts gegen. Im Augenblick will ich keinen Krieg mit denen. Oh, offene Grenzen, aber einseitig, nicht beidseitig, ne? Oder ist das ist beidseitig? Bin mir nicht sicher. Hier steht's nicht. Keine Ahnung. Wir nehmen das mal raus. Dann können wir Kreuzer bauen. Jederzeit. Und können fremde Planeten eine Invasion machen auf fremde Planeten. Das ging vorher noch gar nicht. Aber das haben wir beides in 6 Runden erforscht. Warum soll man mit unseren Hauptfeinden irgendeinen Handel machen? Sie guckt ein bisschen unsympathisch. Guck mal. Oh, guck mal. Sie haben das Schiff ihres Botschafters zerstört. Es gibt in Kürze Krieg. Wir lehnen ab. Machen wir denen gar nichts. Ein weiteres Arbeitsschiff. Das schicken wir hier rüber. Und das Arbeitsschiff können wir hier hinschicken für die Bergbaubasis hier. Ja, Leute. Sehr spannend. Das heißt, hier geht's rüber. Hier noch eine Militärbasis, mehrere Einflussbasen drumherum. Hier ist eine Militärbasis. Wir produzieren jede Menge Module. Wir generieren sehr viel Einfluss. Wir spielen anscheinend auf Prestige-Sieg
Über Escape kommt man in den Siegstatus. Hier geht's hin. Noch einmal ein Event, das uns sehr viel Geld gibt durch Tourismus. Das läuft allerdings nur noch, ich glaube, nur noch eine Runde. Und danach, oder ein oder zwei, gehen wir wahrscheinlich im Steuersatz wieder auf normal. Nehmen das Laissez-faire raus, weil dann der Prozent, weil dann dieser Prozentbonus aufs Bruttoeinkommen nicht mehr so klug ist. Nehmen die Verschmutzung wieder raus, weil die uns einen Malus gibt, auch auf die Nahrung. Da haben wir ein paar Problemchen. Wir sollten versuchen, ein paar dieser Quests zu erfüllen, wie das große Tierschauhaus zu bauen. Dafür brauchen wir bestimmte Ressourcen, die sollten wir nochmal nachschlagen. Im Tech Tree geht es hier, dicker Kulturbonus, dicker Einflussbonus nochmal. Das wird in Kürze knallen mit den Xeloxi hier. Wir nehmen Rapide, die haben Krieg mit den Altarianern. Wir sind mit denen befreundet, mit denen verfeindet. Das geht aber drastisch runter hier. Das nimmt die diplomatische Beziehung. Wir haben die umkesselt mit Sternenbasen. Das ist gut, die sollen die erstmal knacken. Trotzdem, ja, unsere Flotte versammeln wir im Augenblick hier zentral. Sollten wir demnächst auch mal auf Militär gehen und mal ein paar Militärschiffe bauen. Da hinken wir im Vergleich zu denen zurück. Ein paar dicke Pötte, dafür sorgen, dass die Flottenkapazität ausgebaut wird. Eine Möglichkeit, in jede Flotte ein Flaggschiff reinstellen, weil die Flaggschiffe Bonusse geben auf alle Schiffe innerhalb derselben Flotte. Ja. Und dann erforschen wir vielleicht ja demnächst mal die Invasion und dann gäbe es vielleicht die Möglichkeit, unser Reich noch auf andere Weise zu erweitern. Nicht nur durch die Einflussgebiete hier, sondern auch dadurch, dass wir den Damen und Herren hier vielleicht mal sagen, hallo, wir sind's und wir können auf eure Planeten, um eure Planeten vielleicht besser dafür besser sorgen als ihr.